Hallo Peter. Hallo André, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass wir beide hier sind und wir bekommen auch gleich noch einen Gast und auf den freuen wir uns sehr. Und diesmal fangen wir mit unserem kleinen Trivia. Dann nehme ich auch an, wenn unser Gast schon da ist und deswegen geht's jetzt direkt ins Intro. Arbeitswelt Podcast. Arbeit anders machen. So, hallo Chris, schön, dass du da bist. Bevor du dich gleich vorstellen darfst, wir haben ein Trivia, mit dem wir immer unsere Folge anfangen, irgendwas über Gewerkschaften. In dem Fall ist es interaktiv, du darfst mitraten, deswegen bist du heute mit dabei. Ich habe hier Peter, die. vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis, bevor wir richtig loslegen, für alle, die uns hier im Podcast hören. Wir sind diesmal online unterwegs. Deswegen wundert euch nicht, wenn wir alle ein bisschen unterschiedlich klingen, auch was die Tonqualität angeht. Ja, für die Leute, die die letzte Folge gehört haben, sind sie wahrscheinlich froh, dass man uns überhaupt gut verstehen kann. Wir arbeiten noch an einem Studio im Gewerkschaftsbüro, aber das ist eine andere Geschichte. Noch andere Geschichten, die du erzählen willst, bevor ich das Trivia machen darf, oder? Nein. Nein, Peter, jetzt darfst du loslegen. Sehr schön, danke schön. Genau, ich hab hier ein Buch, allein der Titel mag ich total. Kleine Geschichte der Gewerkschaften für die Leute, die uns nur zuhören. Das sind 650 Seiten. Das muss also die Humor von Historikern sein. Und ich habe das Trivia soll ja immer kurz sein, also keine Sorge, das wird jetzt keine Lesestunde, sondern ich habe gedacht, bring unseren Gast. Heutige Thema ist ja, wer nicht in der Lage ist, Überschriften zu lesen, heutige Thema ist ja Aktivismus als Arbeit. Und dann habe ich gedacht, viele werden wahrscheinlich denken, was haben wir mit Aktivisten zu tun als Gewerkschaft? Was soll das? Und dann habe ich gedacht, als Trivia wäre es ganz nett mitzubringen, was waren eigentlich so die ersten Berufsgruppen, die überhaupt Gewerkschaften gegründet haben? Und die Frage würde ich gerne in den Raum stellen. Ich habe mal zwei Dokumente mitgebracht. Und das ist, finde ich, nicht wahnsinnig naheliegend. Das vielleicht als Hinweis. Also man muss sich nicht schämen, wenn man nicht draufkommt. Deswegen, ich werfe das mal in die Runde zu unserem Gast, spiele ich das mal. Chris, hast du eine Vermutung, eine Idee, wer so die ersten organisierten Arbeiterinnen waren? Naja, wenn es nicht offensichtlich ist, dann werden es wahrscheinlich nicht so die Weber sein oder sowas. Ich würde jetzt mal rein aus aktivistischer Erfahrung und so sagen, vielleicht die Seefahrerinnen. Oder damals wahrscheinlich die Seefahrer, weil da war es wahrscheinlich noch ein Unglück, eine Frau an Bord zu haben. Das vermute ich auch. Ich weiß es nicht. Also ich habe nicht über die Seefahrer recherchiert, aber ich verspreche den Zuhörern, das finde ich bis zur nächsten Sendung raus. Also schaltet wieder ein. Aber es ist der Gutenberg-Bund, der sich gegründet hat. Eines der ersten Dinge, die man als Gewerkschaft bezeichnen kann. Das heißt, ich vermute, der Name ist hier naheliegend. Da könnt ihr es dann schon erraten. Hebung, Sicherstellung des materiellen und geistigen Wohlstands der Buchdrucker und Schriftgießer. Also wir reden hier vom Jahr Oktober 1849 und nochmal vorher tatsächlich am 13. September 1849 habe ich hier das Dokument vorliegen, Statut der Assoziation der Zigarrenarbeiter Deutschlands. Also die Zigarrendreher haben sich tatsächlich im Monat vorher angefangen zu organisieren. Ich würde jetzt aber mal ganz frech einwerfen, dass die Piraten um 1712 oder so auch durchaus eine organisierte Arbeiterinnenschaft war, die sich ihre Arbeitsbedingungen ganz effizient selbst verbessert hat, zumindest zeitweilig. Das nehmen wir hin. Allerdings kann ich versichern, dass das keine Tradition ist, auf die der DGB sich bruchlos beruft. Zum Glück fragt keiner, was ich als gebürtiger Norddeutscher davon halte, weil komme nicht von der Küste, auch wenn das die Leute hier im Süden immer glauben. Alles jenseits vom Neckar ist Küste. Hallo Chris, schön, dass du da bist. Unsere Gäste stellen sich selber vor, von daher, wer bist denn du? Ja, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich stelle mich auch jedes Mal ein bisschen anders vor. Ich glaube, zum Zweck dieser Sendung hier würde ich einfach mal sagen, ich bin das, was man gemeinhin ganz gut als einen Berufsaktivisten bezeichnen oder verschreien könnte. Ich glaube, früher habe ich mich auch gerne selber so betitelt. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen kritischer. Gerade auch aus Fragestellungen der Arbeit heraus, zu denen wir sicherlich später noch kommen werden.
wenn man es, ich fasse mich immer ganz gerne als eine Person, die sehr politisch aktiv ist, die sowohl schreibt als auch fotografiert als auch spricht. Und wenn man es noch genauer machen möchte, dann kann man sagen, ich bin Journalist, ich bin Fotograf. Und ich bin eben in verschiedenen sozialen Bewegungen tätig und mittlerweile aktuell, das hätte ich auch vor einem halben Jahr noch nicht gedacht, dass ich da mal lande, aber bin ich tatsächlich auch in der Partei, in der Linkspartei aktiv und versuche da gerade in Brandenburg auf dem Land, eine antifaschistische Aktion auf die Beine zu stellen, also in Brandenburg auf dem Land, die Basis zu organisieren, um der AfD jetzt ein halbes Jahr vor den Landtagswahlen da noch ein bisschen was entgegenzusetzen. Das ist jetzt ja sehr ein Blick auf heute, was du heute machst. Das finde ich auch gut, da werden wir auch noch drüber reden. Trotzdem finde ich ja irgendwie so eine naheliegende Frage ist ja, wie wird man denn sowas? Also magst du mal ein bisschen erzählen, was ist denn so deine Genese hin zu diesem Punkt? Also bist du irgendwie mit 14 aufgewacht und hast gesagt, Feuerwehrmann ist es doch nicht, oder? gab es den Feuerwehrmann gar nicht. Ich wollte tatsächlich mit 5 schon Aktivist werden oder mit 6. Da habe ich nämlich im Fernsehen irgendwie eine Videoreportage gesehen über diese krassen Greenpeace-Aktivistinnen und Aktivisten, die im Südpolarmeer, sich den Walfängern da auf ihren Schlauchbooten entgegenschmeißen. Und ich war ein total großer Fan von Walen und dachte immer so, das will ich auch mal irgendwie machen. Das war einer von meinen 3 Berufswünschen. Der 2. war Fotograf, der 3. war Meeresbiologe. Lustigerweise habe ich 2 davon ja dann tatsächlich irgendwie hinbekommen, allerdings über weite Umwege. Also ich bin eigentlich mit 15 politisiert worden, so als Jugendlicher, als Punker, der so mit so einem Irokesenschnitt und so bunten Klamotten irgendwie rumgerannt ist und da irgendwie in seinem Heimatdorf, auch in Schwaben, in so einer großen Hochhaussiedlung, da von den örtlichen Haus- und Hof Glatzen irgendwie immer so ein bisschen angegangen wurde. Und dann habe ich mich als Antwort darauf irgendwie in der Antifa da auf unseren Dörfern irgendwie um Hemming, Schwieberding, Margröning rum organisiert, habe angefangen, Nazi-Aufmärsche zu blockieren, mit anderen Jugendlichen, schwarz gekleideten Autonomen zusammen. Dann habe ich von da aus verschiedenste Sachen gemacht. Ich habe mich im Tierrechtsbereich engagiert. Ich habe mit dir, Peter, zusammen zeitweise in einem Wohnprojekt, in einem kleinen Hausprojekt in Stuttgart gewohnt, das wir zusammen irgendwie versucht haben aufzubauen. Ich habe mich viel im Umweltbereich dann engagiert, habe Genfelder besetzt. 2007 haben wir Deutschland genfeldfrei gemacht. Immer noch einer so der größeren Erfolge, die wir irgendwie hinbekommen haben, indem wir diese Felder besetzt haben und verhindert haben, dass da genmanipulierte Getreidesorten ausgesät werden. Von da aus sind wir direkt weitergezogen in den Kelsterbacher Wald, was im Endeffekt so ein Waldstück bei Frankfurt am Main, das jetzt nicht mehr existiert, sondern jetzt existiert da die 3. Landebahn des Frankfurter Flughafens. Und das war tatsächlich, wir haben diesen Wald 9 Monate lang besetzt damals. Das war so eine der ersten Aktionen in Deutschland, die sich explizit als, einer Klimabewegung angehörig gefühlt hat. Also es war so ein bisschen so die Keimzelle der deutschen Klimabewegung. Leute von da aus sind dann auch weiter in den Hambacher Forst und von da aus dann nach Lützerath etc. pp. Also da hat sich auch sowas draus entsponnen, sage ich mal. Während wir uns natürlich auch auf die Startbahn West damals berufen haben. Ich habe in diesem Wald angefangen zu fotografieren und habe dann beschlossen, dass das so meine Form ist, meine Form des Aktivismus, der Journalismus ist. Und das ist ganz lustig, weil das wird, kann ich später vielleicht auch noch mal 1-2 Sachen zu sagen, weil das wird ganz oft gegeneinander ausgespielt. Man kann nicht Journalist sein, wenn man auch Aktivist ist. Für mich war es das Gegenteil. Für mich war es, ich möchte politisch etwas bewegen, deshalb ich kann fotografieren oder ich lerne das und ich habe da Spaß dran. Und deswegen habe ich mich dann in dieser Richtung angefangen zu betätigen, habe dann ein paar Jahre lang eben als Fotojournalist frei
Oder seitdem eigentlich durchgängig als Fotojournalist frei gearbeitet, ein paar Jahre sehr intensiv zu Ressourcenkonflikten weltweit, also auch gerade Umweltkonflikten, dann zu Migration und Festung Europa. Und über das Thema bin ich dann schlussendlich 2018, naja, eigentlich schon 2015, als es gegründet wurde, bei Sea-Watch gelandet, in der zivilen Seenotrettung auf dem Mittelmeer, habe Sea-Watch von Anfang an unterstützt und bin dann 2018 als ein guter Freund und Kollege von mir, der Sea-Watch mitgegründet hat, relativ ausgebrannt war, bin ich dann für ihn eingesprungen und habe für ihn noch ein paar Jahre den Medienbereich damit aufgebaut, sage ich mal. Und habe das bis 2021 gemacht. Auch in einer ganz klassisch aktivistischen Art und Weise. Das war damals vor allem am Anfang noch kein Projekt, in dem große Gelder da waren, um feste Jobs zu machen. Und das würde ich jetzt mal so schon mal vorwegnehmen, so ein bisschen, dass ich so Aktivismus schon auch immer als zum Teil eigentlich eine unbezahlte Aktivität definieren würde, weil sonst muss man es sehr viel weiter definieren. Aber genau, da habe ich dann eben sehr überwiegend unbezahlt ein paar Jahre lang mehr als Vollzeit in die zivile Seenotrettung gesteckt und war dann selber ausgebrannt, habe dann ein bisschen Pause gemacht und jetzt bin ich hier. Genau, und habe beschlossen, dass angesichts der aktuellen politischen Lage irgendwelche Besetzungen und soziale Bewegungen und Seenotrettung und irgendwelche Kampagnen. Ich habe zwischendurch auch viel so Kommunikationsguerilla, Kunstgeschichten gemacht, dass das alles schön und gut ist. Aber man sich jetzt langsam wirklich ganz dringend mal gegen den Rechtsruck organisieren muss. Und bin so jetzt tatsächlich in der Partei gelandet. Du hast es gerade schon angeschnitten und das würde ich gerne vertiefen, nämlich ausgebrannt sein. Das verweist natürlich ziemlich klar auf Arbeitsbedingungen. Und vielleicht auch noch etwas weiter gefasst oder als zweite Frage gleich, wie lebt man davon? Also wer sich mit freiem Journalismus auskennt, wer die organisiert, die Kolleginnen und Kollegen, wenn man da Vollzeit reinsteckt oder wie du es gerade auch genannt hast, mehr als Vollzeit, dann kann man davon meistens trotzdem nicht leben. Und wenn man das dann wiederum nur als Untersparte seiner Lebensgestaltung macht, also sagt, ich bin Aktivist und verdiene dann nebenher als freier Journalist mein Geld, einen Job, der, wenn man ihn schon mehr als Vollzeit verfolgt, meistens nicht zum Leben reicht. Das klingt prekär. Es ist durchaus prekär, aber im besseren Sinne für mich. Also ich lebe, glaube ich, permanent an der Armutsgrenze, wenn man mein Einkommen sich anguckt. So viel steht fest. Ich habe aber dafür ein enorm gutes Leben, weil ich mich auf relativ viel in meinem politischen Umfeld an nicht finanzieller Unterstützung verlassen kann. Ich habe sehr viele Freunde quer über das Bundesgebiet und Genossen und Genossinnen, also ne, Freunde, die eben auch eine gemeinsame politische Basis haben, was auch irgendwie ganz oft Freundinnenschaften nochmal ja, eine andere Basis eben gibt, ein anderes Fundament, und auf die ich mich auf jeden Fall sehr doll verlasse und von denen ich, mit denen zusammen ich mir auf einer nicht kommerziellen Basis relativ viel dann doch zurecht organisieren kann. Gleichzeitig habe ich natürlich aber auch keine Verpflichtung. Ich habe keine Kinder, ich habe kein Auto, ich habe eine kleine genossenschaftliche Wohnung, die zum Glück sehr günstig ist. Das heißt, das ist natürlich ein prekäres Leben, was sich so nicht jeder und jede irgendwie leisten kann und auch berechtigtermaßen nicht leisten will. Ich habe mich sehr früh darauf irgendwie so eingelassen und irgendwie nie auch was anderes gelernt als mit sehr wenigen Mitteln. Und mit auch einer guten Portion Glück oder Privileg, wie man es nennen mag, mich da durchzuwurschteln, nämlich dass ich als Fotograf zum Beispiel viel für Organisationen wie Greenpeace arbeite, die auch schon seit sehr langer Zeit, an die bin ich sehr früh rangeraten zum Glück, die wissen, dass ich selber aus einem Umweltaktivismus komme. Das heißt, die wissen, dass wir
auch da ist eine gewisse Genossinnenschaft so gegeben. Die wissen, dass ich aus dem Umweltaktivismus komme und die geben mir gerne präferiert irgendwelche Aufträge, auch wenn ich mich, weiß ich nicht, weil ich bei Sea-Watch auf den Schiffen bin, ein paar Monate irgendwie immer nur Absagen erteile. Jede andere Fotoredaktion hätte mir da schon längst den Vogel gezeigt und mich rausgeschmissen oder nicht mehr angerufen. Bei Greenpeace war es immer so, hey, nee, cool, dass du das machst, finden wir voll gut. Wir rufen trotzdem weiter an. Also ne, das ist natürlich auch, man verlässt sich da in der Hinsicht nicht nur auf Freundinnen, sondern auch eben auf politische Allies, Allianzen, auf Leute, die einem wohlgesonnen sind, wegen dem, was man tut und wegen dem, was man auch gemeinsam tut. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, wie ich ja auch eben schon gesagt habe, ich würde Aktivismus mal als etwas fassen, was grundsätzlich einen großen Anteil an unbezahltem Engagement beinhaltet. Und an unbezahlter Arbeit. Es hat so ein bisschen was von sagen, was man so generell gerade gerne als Carework, als Reproduktionsarbeit beschreibt, aber eher so Carework für die Gesellschaft. Weil wenn man sagt, dass quasi Vollzeit bezahlter, sehr gut bezahlter Aktivismus auch, also Vollzeit bezahltes, sich für etwas politisch einsetzen, auch Aktivismus wäre, dann wären die Bundestagslobbys voll von Aktivistinnen und Aktivisten. Ne? Weil Aktivismus ist ja meistens nur das oder wird meistens nur das beschrieben oder verschrien, was sich eben nicht dem herrschenden Diskurs, sage ich mal, inne liegt, weil die Sachen werden meistens ganz gut bezahlt. Sei das die Wirtschaftsjournalisten, sei das die Gewerkschaftssekretäre. Lobby, die Gewerkschaftssekretäre vielleicht auch zu einem gewissen Grad. Aber genau, der Aktivismus bewegt sich ja immer, sowohl links als auch rechts, muss man auch dazu sagen. Ne? Martin Sellner, der identitären Aktivist, der gerade wahrscheinlich deutlich besser bezahlt als ich irgendwie unterwegs ist, aber der eben auch. Die haben halt häufig auch ganz gut finanziell ausgestattete Sponsoren dahinter sich. Genau, die von irgendwelchen Unternehmern. Und durchaus absichtlich Sponsoren. Das sind ja dann doch auch viele Männer, die dann da finanziell auch dahinter stehen. Wobei auch unter den Rechten viele Frauen aktiv sind. Das vergisst man auch manchmal. Aber wir wollen ja nicht über rechte Aktivisten sprechen. Nee, genau. Auf der Linken gibt es natürlich auch ein paar ganz spannende Projekte, was das angeht. Es gibt zum Beispiel die Bewegungsstiftung. Das ist so eine Stiftung, die aus der Anti-Atom-Bewegung, glaube ich, vor allem entstanden ist ursprünglich, die Bewegungsarbeiterinnen, nennen sie das, bezahlen. Das heißt, da Leute, die an die Stiftung spenden, beziehungsweise die Stiftung hat ein Programm, in dem sie Leute auswählt aus den sozialen Bewegungen, insbesondere aus der Umwelt- und Klimabewegung, die sie dann als Bewegungsarbeiterinnen auf ihrer Seite präsentieren. Die kriegen zum Teil Geld direkt von der Stiftung. Die werden aber auch über die Stiftung quasi beworben und Leute können denen dann freiwillig direkt an diese Leute was spenden, damit die die Arbeit, die wichtige teilweise Arbeit, die sie machen, weitermachen können. Und so bekommen die dann quasi eine Art Grundeinkommen gecrowdfundet, mehr oder weniger, und auch von dieser Stiftung selber. Das ist so ein Projekt, wo man versucht, diesen Aktivismus irgendwie auch zu bezahlen, was sich aber an ganz vielen Stellen dann auch immer wieder als schwierig herausstellt. Und sehr begrenzt nur möglich. Du hast ja in deiner eigenen Darstellung von dem, was du tust, selber schon gesagt, ab dem Moment, wo es bezahlt ist, wo es sozusagen als Arbeit auftritt, ist die Frage, inwiefern es noch Aktivismus ist. Von daher ist die nächste Frage, die ich habe, sozusagen ein bisschen in Anführungsstrichen zu setzen, wenn ich frage, was sind sozusagen Berufsrisiken, die das mit sich bringt, weil du schon ganz klar gesagt hast, das ist kein Beruf, sondern das ist im Endeffekt eine Art und Weise, sein Leben zu bestreiten, wo man halt dann guckt, wie man über Crowdfunding, über Freundesnetzwerke zurechtkommt. Trotzdem wird mich die Frage nach wie vor interessieren, auch wenn man Berufsrisiko wirklich stark in Anführungsstrichen setzen muss. Du hast es schon verraten, wir kennen uns schon 15 Jahre, sind wir befreundet.
Ich kenne daher ein, zwei Geschichten, aber vielleicht magst du ja eine erzählen, wo du sagst, das fällt für dich unter die Abteilung Berufsrisiko des Aktivismus. Genau. Ich glaube, eins der Berufsrisiken liegt im Begriff selber, ne? Der Aktivismus ist ein Berufsrisiko. Für mich ganz besonders, also als Journalist, das habe ich ja eben auch schon kurz angedeutet, der Journalismus wird immer, da wird ganz viel Wert auf Objektivität gesetzt, auf so eine vermeintliche Objektivität, ob die es in ganz vielen Fällen meiner Meinung nach sowieso nicht gibt, weil jeder Journalist hat seine Haltungen, seine Ansichten zur Welt. Wenn man nicht gerade nur eine Meldung für die dpa schreibt, selbst da ist die Frage, welche Quellen wählt man aus, nämlich von der Demonstration die Polizeizahlen oder die Zahlen der Veranstalterin. Das sind alles so Fragen, bei denen die Meinung eines Journalisten oder, ja, ich nehme jetzt mal den Journalismus als das Hauptberufsfeld, was da irgendwie relevant ist für mich auch, mit einfließt, sage ich mal. Wenn man so eine ganz normale Durchschnitts CDU oder SPD-Meinung hat, dann fällt es nicht auf, weil das ist die generelle Meinung, die im Journalismus sowieso so vorherrscht, die auch nicht auffällt als unobjektiv, weil die entspricht ja dem, wie diese Gesellschaft eingerichtet ist. Die entspricht ja dem herrschenden Diskurs, der auch von der Regierung, von der Polizei, von den generell in den großen Medien irgendwie so präsentiert wird. Wenn man allerdings von dieser Meinung abweicht, dann wird man ganz schnell als Aktivist verschrieben. Und auch wenn man von so ein bisschen diesen, ja, wenn man durchscheinen lässt, dass man den Journalismus eben noch aus anderen Gründen macht, als um des Journalismus wegen oder um des Geldes wegen. Obwohl es um des Geldes wegen ja auch nicht so super beliebt ist. Also bei mir sieht es zum Beispiel so aus, dass ich 2014, ich habe da viel mit zu kämpfen gehabt. Ich bin 2014 mit einem Kollegen zum Beispiel, nachdem ich mich gerade so im Journalismus etabliert hatte, bin ich mit einem Kollegen, habe ich einen Hilfstransport an die syrische Grenze begleitet. Das war noch alles gut. Da haben wir so unser journalistisches Projekt gehabt, haben diesen Hilfstransport begleitet und fotografiert und gefilmt und darüber berichtet. Dann ist der an der türkisch-syrischen Grenze hängen geblieben und das war gerade, als diese Schlacht um Kobane damals tobte. Auf der syrischen Seite, um eine kleine, falls wer sich daran nicht mehr erinnert, um so eine kleine kurdische Stadt direkt auf der syrischen Seite der türkisch-kurdischen Grenze. Türkisch-syrischen Grenze, Entschuldigung, ist eine kurdische Stadt. Und die ganze Welt die wurde von Daesh, von ISIS, von dem Islamischen Staat, dem sogenannten damals belagert. Und die ganze Welt hat quasi auf diese Stadt geschaut, weil es auch möglich war, weil die ganze Presse sich auf der türkischen Seite auf so Hügeln versammelt hatte und einfach direkt über die Grenze rüberfilmen könnte. Und dazwischen stand so eine Reihe von türkischen Panzern. Wir sind zu dem Zeitpunkt eben ausgerechnet an der türkisch-syrischen Grenze gewesen, sind da festgehangen und dachten uns, okay, das schauen wir uns jetzt auch mal an, sind darüber gefahren nach Kobane, fanden das einen absurden Zirkus wirklich mit diesen Massen an Medien, die auf diesen Hügeln standen und da einfach rübergefilmt haben, wie diese Stadt in Grund und Boden gebombt wurde. Und sind dann selber weiter nach Diyarbakir gefahren. Das ist die kurdische Hauptstadt in der Türkei quasi. Und wollten uns einfach mal anschauen, wie da so die Stimmung ist. Sind da hingefahren, hatten zugegebenermaßen auch nicht den krassen Plan, sondern waren erstmal so auf einem Hintergrundrecherche, würde man das nennen, so ein bisschen. Oder eben auch ein bisschen blauäugig. Nach Diyarbakir gefahren, haben dort uns mit verschiedenen Leuten unterhalten, mit verschiedenen Kontakten, die wir von Kolleginnen und Kollegen bekommen hatten. Unter anderem sind wir in einem Jugendzentrum gelandet und die Jugendlichen meinten so, hey, kommt mal mit, da hinten, da gibt es gleich noch einen Protest und so. Und wir waren mittags schon auf so einer Beerdigung von so einem kurdischen Kämpfer gewesen, sind dann da mit, sind dann in so einer Situation gelandet, wo kurdische Jugendliche einfach, wie sie das da wohl jeden Abend damals zu dem Zeitpunkt gemacht haben, so Straßenbarrikaden errichtet haben und die dann angezündet haben. Und es war ganz lustig, weil
an der Seite war so ein Café an der Straße. Und als sie gerade dann diese Barrikade da gebaut und angezündet hatten, standen alle Leute in diesem Café auf und haben so angefangen, so zu applaudieren, diesen Jugendlichen. Und wir haben die Situation so gar nicht als doll bedrohlich wahrgenommen. Und in dem Moment kamen dann aber so Polizeipanzer um die Ecke und wir dachten so, okay, jetzt gehen wir mal mit lieber irgendwie ein bisschen hier aus dem Weg. Und dann standen da an der nächsten Straßenecke aber drei so glatzköpfige, riesige Männer, die uns irgendwie dann packten und anschrien auf Türkisch, was wir natürlich auch nicht verstanden haben, und uns als ausländische Agenten da bezichtigt haben. Das war wahrscheinlich, also wir sind uns bis heute nicht sicher, ob das türkische Faschisten oder Polizisten waren oder beides. Ist da auch nicht so selten in der Gegend. Auf jeden Fall haben die uns dann an die Polizei übergeben. Die haben uns dann noch ein bisschen da rumgeschubst und fast unsere Kameras zerschlagen und es war eine ganz schön ruppige Aktion irgendwie alles in allem und uns dann kurzzeitig eingesperrt und dann sind wir so 30 Stunden, 40 Stunden in so einem türkischen Antiterror-Knast gelandet. Sind zum Glück super schnell da wieder rausgekommen. Auch aufgrund unserer aktivistischen Netzwerke, weil Leute von Greenpeace, Leute vom PENK-Kollektiv in Berlin, die sehr viel Kampagnenerfahrung hatten, die wussten, wie man in allerkürzester Zeit irgendwie ein Thema groß macht, dann tatsächlich unsere Festnahme da komplett durch die Decke gegangen ist. Also wir haben sind dann da aus diesem Knast rausgekommen und waren in der Tagesschau und in wirklich allen deutschen Zeitungen irgendwie war das Thema, auch weil der Übergriff auf die Presse vom türkischen Staat an dem Wochenende auf sehr vielen Ebenen eskaliert ist. Also das waren nicht nur wir drei, das war auch nicht nur unsere Blauäugigkeit, das war auch eine gezielte Aktion der türkischen Polizei und der Geheimdienste, die ganz vielen Journalisten Hausbesuche abgestattet haben. Es waren, glaube ich, 20 Leute fast insgesamt, oder? Ich kann mich nämlich noch ganz gut erinnern, weil wir hatten damals ein paar Wochen irgendwie keinen großen Kontakt. Ich wusste aber, du bist irgendwo in der Gegend unterwegs. Dann habe ich das in den Nachrichten gehört und habe gedacht, da schlage ich mal besser nach. Und das hat dann auch nicht lange gebraucht. Ich glaube, die Taz hatte die Namen dann schon und da standest du dann auch schon namentlich erwähnt drinnen. Und es war dann aber so, dass als ich dann versucht habe, dich zu erreichen, zu dem Zeitpunkt habe ich dich dann auch schon wieder erreicht. Also sozusagen, bis sozusagen dann die Namen durch waren. Wie gesagt, obwohl das wahnsinnig schnell ging, warst du dann auch schon wieder draußen. Also genau, von daher keine Selbstverständlichkeit, muss man ja sagen, in der Türkei. Also für mich war das alles gar nicht abzusehen, wie diese Geschichte ausgeht, sozusagen in diesen 12 Stunden oder so. Berufsrisiko. Ja, also de facto für mich, mir ist da auf jeden Fall auch schon gut der Arsch auf Grundeis gegangen, als die türkischen, als unser Anwalt, der halt gestellter Anwalt vom Staat, der auch kein Englisch sprach, uns dann nur so einen Zettel hinlegte und meinte, wir sollen den unterschreiben, auf dem eben dieser Paragraph vermerkt war. Terrorismus und Propaganda oder Terrorismuspropaganda und also als Journalist weiß man, das ist der Paragraph, mit dem die ganzen Kolleginnen und Kollegen in der Türkei für Jahrzehnte, wenn nicht gar manche wurden zu über 100 Jahren Haft wegen diesen Paragraphen verurteilt. Also da, ja, das war schon irgendwie eine heikle Situation. Die deutsche Botschaft wollte sich auch erstmal gar nicht so groß einmischen. Das ging dann erst, als es wirklich irgendwie in den Medien groß wurde. Da stand dann sehr schnell irgendwie ein Anwalt von der Botschaft parat. Und genau, das ist glimpflich ausgegangen. Was aber auch ganz spannend an der ganzen Geschichte ist, ist, dass dann relativ schnell eine Debatte darum tobte. Ah ja, und man muss natürlich sagen, ne, es ging für uns sehr glimpflich aus. Das kurdische Kamerateam, was da kurz nach uns irgendwie reinkam in diesen Knast, habe ich keine Ahnung, was mit denen passiert ist und wie lange die da wohl noch gesessen haben. Ich gehe davon aus, deutlich mehr als 30 Stunden. Die haben natürlich auch keine Unterstützung von irgendwelchen Diplomaten bekommen. Was dann aber in Deutschland relativ schnell passierte, ist eben, dass da auch eine Debatte so ein bisschen anfing. Also es haben sich sehr viele Medien sehr doll mit uns solidarisiert im ersten Moment, auch weil wir zu dem Zeitpunkt relativ bekannte, aufsteigende junge Fotojournalisten waren,
Ich hatte damals irgendwie einen Preis gewonnen. Björn Kiezmann und Ruben Neugebauer waren noch dabei. Die waren auch beide relativ bekannte Gesichter in vielen Redaktionen. Oder zumindest unsere Fotos waren bekannt. Und was dann aber auch relativ schnell auftauchte, war genau dieser Vorwurf, ja, die haben sich ja, wahrscheinlich auch, weil ich auf meiner Twitter-Page noch stehen hatte, dass ich Aktivist und Fotojournalist bin. Ich habe mich damals noch sehr selber so definiert. Und da tobte dann auch relativ schnell eine Debatte um die Frage, ja, sind das denn überhaupt Journalisten oder sind es Aktivisten? Wir konnten jetzt auch keinen Auftrag vorweisen, mit dem wir da vor Ort unterwegs waren, ne? Weil wir uns erstmal da Hintergrund informieren wollten, weil wir ein Interesse aus uns selbst heraus an dieser Situation hatten. In der Hinsicht würde ich auf jeden Fall sagen, es war klar, wir verdienen da kein Geld. Naja, gut, wir haben damit gerechnet, dass wir ein paar Fotos verkaufen, hoffentlich, aber wir hatten da ja nicht jetzt den großen Plan, die Mega-Fotoreportage hinzustellen, sondern uns erstmal umzugucken, weil es uns interessiert hat, was da der kurdischen Community gerade passiert, wie es denen geht mit der Situation, wie auch die türkische Repression da aussieht vom Staat. Und das ist mir dann wiederum, diese ganze Geschichte ist mir dann ein paar Jahre später wieder auf die Füße gefallen, nämlich beim G20-Gipfel in Hamburg, wo ich mich dann noch deutlich mehr eigentlich als Journalist irgendwie etabliert hatte. Damals dann für Spiegel Online beim G20-Gipfel unterwegs war als Fotograf. Und es da ja diese Geschichte gab, dass über 20 Die Journalisten. Akkreditierung entzogen wurde. Ja, da hatte ich auch deinen Namen in der Presse gelesen. Daran kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Genau, da wurde einem ganzen Haufen Journalistinnen und Journalisten die Akkreditierung entzogen. Also die Akkreditierung muss man dazu sagen, es gibt einen Presseausweis und bei solchen großen Events, die staatlich ausgerichtet werden, muss man sich nochmal akkreditieren. Man schickt da vorher nochmal seinen Personalausweis hin, dann wird es vom BKA nochmal gescreent, gerade wenn man eben dann auch mit irgendwelchen Staatspräsidenten oder sonst was in einem Raum landet, wie bei irgendwelchen Pressekonferenzen beim G20-Gipfel. Und das war ganz spannend, weil da nämlich wir erstmal akkreditiert wurden, alle. Also ich kenne auch ein paar von den anderen, denen die Akkreditierung da entzogen wurde, unter anderem Björn Kiezmann, der mit mir in der Türkei festgenommen wurde. Und in dem Moment, als da diese Krawalle auf den Straßen dann losgingen, oder eigentlich auch schon in vollem Gange waren, die ja auch völlig vorhersehbar waren in dem Moment, und dann aber auch der türkische Präsident Erdogan spontan eine Pressekonferenz ohne weitere Zugangsbeschränkungen zugesagt hatte, also eine Pressekonferenz, wo man mit dieser Akkreditierung einfach hingekommen wäre. Da hat das Bundespresseamt und das BKA sich nochmal irgendwie ihre Akkreditierung durchgeschaut und sind wohl darauf gestoßen, dass einige linke Journalistinnen und Journalisten, unter anderem die zwei, die in der Türkei festgenommen wurden und ein kurdischer Kollege, vielleicht doch irgendwie Linksextremisten oder eben Aktivisten wären, denen da nicht über den Weg zu trauen ist und hat uns die Akkreditierung wieder weggenommen. Das hat im Nachhinein zu sehr viel Aufsehens geführt, ging auch wieder sehr durch alle deutschen Medien, und hat auch eine sehr breite Kritik an der Praxis einerseits der Datenspeicherung durch die Polizei und andererseits an dieser Idee, dass man Journalisten und Journalistinnen da den Zugang verwehren kann oder sollte, geführt. Und bei mir aber auch noch mal so einen auf der persönlichen Ebene noch mal so einen kleinen Prozess ausgelöst von, na gut, wenn der Staat jetzt nicht will, dass ich hier Journalist bin, obwohl ich mir doch alle Mühe gebe, dann bin ich jetzt halt wieder Aktivist und dann bin ich halt zu Sea-Watch gegangen, und habe mich da engagiert. Kurze Nachfrage dazu. Habt ihr eine Begründung bekommen, warum euch die Akkreditierung entzogen wurde? Weil, also jetzt kann man natürlich sagen, klar, wenn man damit irgendwie Staats- und Regierungschefs in einem oder Chefin in einem Raum landet, da will man dann natürlich keine Leute haben, die irgendwie tatsächlich, was weiß ich, ein Attentat verüben konnten oder sowas, um es jetzt mal ganz hoch zu ziehen. Aber das klingt ja doch ein wenig nach, da wurden eher politisch unliebsame Leute aussortiert, vielleicht sogar auf Druck des
ausländischen Regierungschefs, in diesem Falle ja aus der Türkei, wo ihr in Anführungszeichen negativ aufgefallen wart, ohne dass ihr jetzt tatsächlich irgendwie im engeren Sinne kriminell wart, sondern weil ihr halt euch in einem Gebiet aufgehalten habt, wo man nicht will, dass Kameras drauf gerichtet werden vielleicht. Gab es da tatsächlich irgendwie nochmal eine Rechtfertigung für euch wegen dieser Akkreditierung oder hat man gesagt, ja, ihr dürft jetzt halt nicht rein und das ist alles, was wir euch sagen? Im ersten Moment gab es tatsächlich nur das. Da hieß es auch noch, im ersten Moment von den Polizisten, die mir da den Ausweis da abgenommen haben, diese Akkreditierung, hieß es noch, es liefe irgendwie ein Strafverfahren gegen mich oder sowas, was sich später als völlig herbeigezogen. Also die wussten selber nicht, warum sie uns die Akkreditierung da abnehmen. Die waren auch selber relativ konfrontativ, manche waren aber auch sehr verlegen, weil ihnen selber klar war, dass das irgendwie nicht so ganz sauber ist. Später gab es tatsächlich dann auf Nachfrage von Anwältinnen, auch von Verdi, das wurde dann relativ stark mit der Deutschen Journalistenunion in Verdi zusammen kritisiert und aufgerollt, diese ganze Geschichte. Die haben das dann auch sehr lange weiterverfolgt und da hat das BKA dann uns allen so eine Auskunft geschickt, auf Grundlage welcher Daten sie sich denn entschieden haben, uns die Ausweise zu entziehen. Stellte sich raus, diese Datengrundlage bestand zu ganz überwiegendem Teil aus illegal gespeicherten Daten, die schon längst hätten gelöscht werden müssen. Also da standen ganz viele Vergehen drin, für die ich nie verurteilt wurde, die mir irgendwann von der Polizei mal vorgeworfen wurden. Und das passiert als Aktivist eben auch Berufsrisiko, nicht so ganz selten, dass man, wenn man einen Wald besetzt in Frankfurt, dann dort eine Anzeige bekommt wegen Hausfriedensbruch, weil man irgendwie über einen Zaun gestiegen ist. Oder dass man, selbst wenn man als Journalist klassisch mit Presseausweis und allem drum und dran auf einer Nazi-Demo auf einer Anti-Nazi-Demo in Frankfurt unterwegs war, wo Leute dann auf Bahngleise gegangen sind, um diese Bahngleise zu blockieren, um zu verhindern, dass die Nazis mit der Bahn irgendwie in die Stadt kommen. Und das dann fotografiert und da dann von irgendwelchen Polizisten, die einen schlechten Tag haben, mit diesen Demonstranten aufgegriffen wird und die dann noch so eine Anzeige schreiben gegen einen, auch wegen irgendwie Eingriff in den Bahnverkehr. Was dann in jedem Fall eigentlich, ich habe, glaube ich, einmal eine Verwarnung davor von dem Gericht gekriegt, was so die geringstmögliche Bestrafung für irgendwas im deutschen Rechtssystem ist. Und sonst bin ich tatsächlich für jede Geschichte, die da aufgelistet war, wurde fallen gelassen oder sogar freigesprochen. Und die waren alle uralt, die waren von 2006, 2007 und das war 2017. Und die Polizei hätte die Sachen eben selbst als Verurteilungen, glaube ich, nicht so lange speichern dürfen, erst recht nicht als fallen gelassene, irgendwann mal erhobene Strafvorwürfe von irgendwem. Haben sie trotzdem getan und haben dann 2014, als wir in der Türkei im Knast saßen, auf Grundlage dieser Informationen und noch irgendwelcher Presseartikel, haben sie dann noch eine Einschätzung zu unserer Person geschrieben, in der, und ich liebe wirklich diesen Satz sehr doll, in der drin steht, ich sei als Angehöriger der deutschen linksextremistischen Szene und als Umweltaktivist bekannt. Das hat das BKA quasi, als wir 2014 in der Türkei im Knast saßen, zu uns evaluiert, um dem deutschen Staat, dem Bundespresseamt oder dem Außenministerium so eine Einschätzung zu unserer Person zu geben. Und die war da auch noch gespeichert und mit aufgeführt vom BKA selber als Grundlage, also ihre eigene Einschätzung zu uns, die auf illegal gespeicherten Daten beruhte, die hat dann dazu geführt, dass sie uns als eine Gefahr für diesen Gipfel wahrgenommen haben. Und ich würde sagen, das ist klassisches aktivistisches Berufsrisiko. Chris, du wolltest, ich habe tatsächlich noch eine Frage, aber ich glaube, die schließt sich noch besser an als an das, was du gerade eigentlich sagen wolltest, bevor meine Frage eben kam. Du wolltest, glaube ich, von deiner Zeit bei Sea-Watch erzählen. Ja, Sea-Watch, genau.
Auch ein großes Thema in meinem Leben gewesen, auch immer noch auf eine Art, beschäftigt mich auch immer noch sehr, obwohl ich mich mittlerweile seit 3 Jahren auch schon irgendwie aus der aktiven Arbeit da rausgezogen habe. Ich bin, wie gesagt, 2014, 15 so relativ aktiv als Fotojournalist gewesen. Auch viel unterwegs, auch viel zum Thema Migration, Festung Europa, habe dazu in ganz Europa und auch darüber hinaus in Tunesien, in Nordafrika Reportagen fabriziert, die damals 2014 vor dem großen Sommer 2015, dem kurzen Sommer der Migration heißt es, die da noch nicht so auf großes Gegeninteresse der Medienlandschaft gestoßen sind. Irgendwelche Flüchtlinge in irgendwelchen Lagern an der EU-Außengrenze haben da noch niemanden groß interessiert und das hat mich relativ doll frustriert, weil mich hat es sehr interessiert. Und ich habe das eben auch auf eine Art aktivistisch dann da versucht, diese Themen immer wieder einzubringen und habe dann nach diesem Vorfall 2017 auch mit dem G20 und so allgemeiner Frustration, nee, fangen wir von vorne an, Entschuldigung. und dann kam Ende 2014 so eine Mail von einem Kollegen, der auch mit mir in der Türkei im Knast war, von Ruben Neugebauer, bei mir ins Postfach, eine Weiterleitung von so einer Mail von Leuten, die ein Boot kaufen wollten und damit aufs Mittelmeer. Und Ruben meinte nur, das klingt doch genau nach unserem Sommerprojekt. und Ruben hat sich dann an diese Leute gewendet und meinte, ja, hey, hier, ich würde gerne mitkommen als Fotograf und wie sieht's denn aus? Und die meinten dann, ja, hey, kannst du gerne machen. Wir könnten aber auch noch ein bisschen Unterstützung im Medienbereich hier gebrauchen. Und ab dem Moment war Ruben Neugebauer eigentlich nicht mehr gesehen und hat am Ende Sea-Watch mitgegründet als Organisation, den Medienbereich aufgebaut, die Mission zur Luft. Also Sea-Watch hat auch zwei Flugzeuge mittlerweile, die Sucheinsätze über Mittelmeer fliegen. Er hat das mit oder ganz initialgebend irgendwie mit aufgebaut. Und das war eben so einer meiner engsten Freunde und Kollegen zu dem Zeitpunkt, ist auch immer noch. Und ich habe erstmal dann zu dem Zeitpunkt bei Sea-Watch immer so ein bisschen zugearbeitet, habe immer mal irgendwie für den Medienbereich irgendwelche Sachen geschrieben, irgendwelche Aktionen in Deutschland oder irgendwelche Bauschritte auf den Schiffen fotografiert, bevor die in den Einsatz gingen. Bin 2016 dann auch das erste Mal mit im Einsatz gewesen, als Sea-Watch noch ganz, sag ich mal, ungehindert, nee, im Gegenteil sogar in einer engen Kooperation mit den staatlichen Behörden von Italien irgendwie da Menschen auf dem Mittelmeer gerettet hat. Und bin dann eben 2018 auch in dem Bereich bei Sea-Watch im Medienbereich sehr intensiv eingestiegen war, dann bin dann sehr stark zwischen den Schiffen und zwischen dem Office in Berlin hin und her gependelt, war immer wieder im Einsatz, habe da sowohl, ist ja auch einer der schönen Faktoren, Aktivismus ist so, ist nicht so ein Arbeitsteil, nicht so eine arbeitsteilige Arbeit, sondern man, es wird von einem Aktivisten auch irgendwie so ein bisschen erwartet im Idealfall, dass er so ein bisschen alles macht und das war auch so ein bisschen meine Rolle bei Sea-Watch im Medienbereich. Ich habe fotografiert, ich habe gefilmt, ich habe Social Media Posts geschrieben, ich war Pressesprecher der Organisation für eine ganze Weile und das alles noch so mal in so einem Konglomerat, da habe ich auch noch mal super viel gelernt irgendwie in der Zeit und eben ja, so eine sehr sinnstiftende Arbeit, Seenotrettung, mit einer auch in dem Moment sehr politisch aufgeladenen und meiner Meinung nach sehr, 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 sehr wichtigen Form des Widerstands tatsächlich und der antifaschistischen Symbolpolitik auch geleistet. Also nämlich während man irgendwie da tausende Menschen wirklich irgendwie aus diesen wirklich prekären Schlauchbooten rausgezogen hat, war das ja auch die Zeit, gerade 2018, 2019, in der in Italien zum ersten Mal ein faschistischer Innenminister, Matteo Salvini, in der Regierung war, der dann eben auch diese Häfen Italiens für die Seenotrettung geschlossen hat. Wir immer wieder bewiesen haben, dass er sie doch nicht so richtig geschlossen hat, indem wir uns
immer wieder auf diese wochenlangen teils Pattsituationen vor der italienischen Küste eingelassen haben, um quasi unser Recht nach internationalem Recht, nach Völkerrecht einzufordern und ein bisschen auch zu erpressen, in diese Häfen reinzukommen. Weil das Völkerrecht eben vorgibt, dass Menschen, oder zumindest die Ergänzungen des Völkerrechts vorgeben, dass Menschen, die aus Seenot gerettet werden, in den nächsten sicheren Hafen zu bringen sind. Und Italien eben immer der nächste sichere Hafen war. Und unser Argument immer war, die Verteilung der Menschen muss an Land entschieden werden. Es kann nicht sein, dass wir mit diesen Menschen an Bord noch übers halbe Mittelmeer schippern müssen, womöglich durch schlechtes Wetter, durch Sturm auf offener See, mit irgendwie bis zu 600 Leuten auf so einem kleinen Schiff, was einfach massiv auch überladen ist in dem Moment, was eine Notsituation immer noch ist. Es kann nicht sein, dass wir damit irgendwo anders hinfahren müssen. Wir wollen in diese italienischen Häfen, und die Verteilung der Menschen hat sich dann möglichst selbstbestimmt im Idealfall eben an Land entschieden zu werden. Chris, wir nähern uns ganz deutlich dem Ende der Sendung. Ich will aber noch was nochmal aufgreifen von dem, was du gesagt hast, nochmal mit dem Schwerpunkt der Sendung. Du hast jetzt viel darüber geredet, was der politische Inhalt ist, was dich bewegt an der Arbeit. Das ist, glaube ich, auch klar. Dafür haben wir hier auch Raum. Trotzdem würde mich noch interessieren, du hast gesagt mal zwischendurch, du warst jetzt auch mal ausgebrannt. Ich weiß nicht, wie viel das sozusagen jetzt konkret mit dem Schiff zu tun hat, beziehungsweise du hast es zumindest noch nicht erzählt. Magst du mal noch ein bisschen die Seite von den Arbeitsbedingungen her beleuchten? Weil die eine Sache ist ja das Sinnstiftende, das andere ist, gerade das ist ja immer ein super gefährliches Moment. Wenn man sich mit der Arbeit, die man tut, identifiziert, Arbeit ist mal wieder in Anführungsstrichen, wenn man sich mit dem, was man tut, identifiziert, wie sieht es da eigentlich aus mit sowas wie einer Wochenarbeitszeit? Wer überprüft da überhaupt sowas wie Arbeitssicherheit? Gibt es irgendwas in die Richtung oder ist das alles sozusagen wirklich der Willkür überlassen, was dann ja auch praktisch heißt, in solchen Situationen findet wahrscheinlich gar nicht statt, Arbeitssicherheitsüberprüfungen oder Ähnliches? Na, das kommt natürlich ganz stark darauf an, wo man aktiv ist, wo man aktivistisch sich einbringt. Also auf einer Waldbesetzung gibt es keine Arbeitssicherheitsüberprüfung. Das hat man auch schmerzlich gemerkt. Im Hambacher Forst ist ein junger Fotograf, der auch sicherlich auf seinem Weg irgendwo zwischen dem Umweltaktivisten und dem Journalisten stand, ist während der Räumung des Hambacher Forstes da auch abgestürzt und gestorben. Also auch eine Person, das hätte 10 Jahre früher auch ich sein können, genau. Da gibt es in dem Sinne keine Arbeitssicherheitsüberprüfungen. Es gibt natürlich sowas wie, bei uns gab es zumindest damals irgendwie Klettertrainings, die von der Umweltszene auch so ein bisschen standardisiert, auch von Leuten, die professionell als Baumpflegerin und Industriekletterin arbeiten, quasi so erarbeitet wurden. Aber es gibt niemanden, der überprüft, ob du davon einen Schein hast am Ende, wenn du da rumkletterst. Ne? Das kannst du machen, das ist alles freiwillig. Manche machen es, manche nicht. Auf Sea-Watch-Schiffen gab es damals jetzt auch nicht die riesigen arbeitsrechtlichen Mechanismen, weil das damals waren die noch als Yachten, weil sie eben non-kommerziell gefahren sind, als Sportboote in den Niederlanden registriert, wie alle NGO-Schiffe, auch die von Greenpeace und so. Da gibt es natürlich trotzdem Sicherheitsvorschriften für die Schifffahrt allgemein. Jedes Schiff muss gewisse Zertifizierungen haben, muss gewisse Sicherheitsvorkehrungen an Bord haben, und wir sind natürlich auch immer mit sehr vielen professionellen Seefahrern und Seefahrerinnen und Seenotrettern und Seenotretterinnen auf diesen Schiffen unterwegs gewesen, die auch darauf geachtet haben, dass da strenge Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Mittlerweile ist es so, dass die Sea-Watch-Schiffe sogar Berufsschiffe sind. Die sind unter der deutschen Flagge als Frachtschiffe irgendwie registriert, weil uns die Niederlande auch aus politischen Gründen irgendwann nicht mehr haben wollten und uns aus ihrer Registry gekickt haben. Und mittlerweile sind da einfach berufsgenossenschaftliche Standards gesetzt, was aber auch schon wieder Aktivismus auf eine Art verhindert. Das bedeutet nämlich, dass auf diesen Schiffen mittlerweile ein relevanter Teil der Crew
bezahlt sein muss. Das nennt sich Safe Manning. Und das ist im Arbeitskontext total logisch und total sinnvoll, dass es eben auf Schiffen keine Sklaverei gibt, dass die Kerncrew dieses Schiffes gefälligst bezahlt zu sein hat. Für NGO-Schiffe, die non-kommerziell operieren, wir machen ja keinen Profit mit dem, auch wenn uns das immer wieder vorgeworfen wird, mit dem Retten von diesen Menschen, außer den Spenden, die wir einnehmen als gemeinnützige Organisation. Aber wir machen ja keinen Profit, wir arbeiten nicht auf Profit, wir sind gemeinnützig, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn, dass wir quasi ein Self-Manning haben. Es macht viel mehr Sinn, dass sich Leute auch ehrenamtlich da einbringen können, dürfen sie jetzt nicht mehr. Aber nochmal so die allgemeinen Arbeitsbedingungen, so das ist jetzt das Konkrete, das hängt natürlich sehr stark von dem Umfeld ab, in dem man irgendwie aktiv ist. Für Aktivismus generell gibt es keine Gewerkschaft und keine Berufsgenossenschaft. Und die andere Geschichte ist nämlich genau die, die du angesprochen hast, Peter, die von der Frage von Überidentifikation, von Sinnstiftung, von Aktivismus, der eben ja auch nicht an einen Arbeitsvertrag gebunden ist und man sich nicht denkt, ah ja, jetzt ist 17 Uhr, jetzt gehe ich mal nach Hause, sondern als Aktivistin, Aktivist hat man ja auch dieses Selbstbild und ich glaube, das ist ganz wichtig für den Aktivismus. Dieses Selbstbild sich, und das ist auch einer der Gründe, warum ich Aktivismus als Begriff oder Aktivist mittlerweile sehr vorsichtig in den Mund nehme, weil es ganz oft mit so einem Selbstbild kommt von einer Person, die sich aufopfert für die Sache. Das ist ganz oft auch so ein männliches, heroisches Selbstbild. Kann aber auch aus dem, was ich vorhin gesagt habe, ne, so Care Work für die Gesellschaft, kann auch nicht ganz so männliche Formen annehmen, sage ich mal, oder nicht ganz so männliche Rollenbilder. Aber es kommt ganz oft eben mit einer Idee von Aufopferung für andere Leute, für die Gesellschaft, für den Zweck, für die Sache. Und die ist, ich glaube, einerseits ist dieses Selbstbild wichtig. Eine Organisation wie Sea-Watch hätte es nicht gegeben, ohne einen Haufen Leute, die unbezahlt angefangen haben, das zu machen, ohne einen Gründer, der sogar noch 60.000 aus seinem Privatvermögen, also eigentlich quasi fast sein gesamtes Privatvermögen, in dieses erste Schiff gesteckt hat. Und dann einen Haufen Leute, die sich da völlig umsonst für Jahre völlig über jede gesunde Arbeitszeit hinaus verheizt haben und eine nach dem anderen dann auch im Burnout gelandet sind. Deswegen, irgendwie braucht es das. Auf der anderen Seite ist es auch total toxisch. Auf der anderen Seite ist es überhaupt nicht nachhaltig und das ist auch der Grund, warum Sea-Watch jetzt mittlerweile Stück für Stück, nachdem diese ursprünglichen Aktivistinnen und Aktivisten eine nach dem anderen weggebrochen sind, die dann jeweils mit 3 bis 4 Vollzeitstellen ersetzt wurden, die jetzt mit einem halbwegs vernünftigen Lohn, gewerkschaftliche Organisierung und allem drum und dran in einer relativ großen und relativ behäbigen NGO mittlerweile auch arbeiten. Also das ist so der automatische Weg der Institutionalisierung, weil Aktivismus kein nachhaltiges Modell eigentlich ist in den allermeisten Fällen. Chris, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wie man das Ganze gut zusammenfassen kann, weil du hast ja davon gesprochen, wie prekär es ist, als Aktivist aktiv zu sein, also wenn man aktiv ist, in vielerlei Hinsicht, sei es das Einkommen, sei es die Arbeits- und Lebensbedingungen in dem Moment, aber natürlich auch auf so banal wirkende Dinge, erstmal wie Rente zum Beispiel ja auch, extrem prekär ist. Aber nicht nur dort hast du ja Gefahren, über die du gesprochen hast, sondern eben auch wirklich im Zweifelsfalle auch Gefahr für Leib und Leben. Sei das, dass ein Schiff kentert, sei das aber auch, dass man im Zweifelsfalle irgendwo als Journalist oder auch als Aktivist, ist ja in dem Falle völlig egal, aktiv ist von irgendeinem wütenden Mob totgeprügelt wird oder von der Polizei verhaftet wird. Also all das ist ja als reale Gefahr da. Und ich glaube, die größte Ressource, abgesehen von deiner eigentlichen Arbeitskraft, ist dann ja auch tatsächlich Mut. Und Aktivismus braucht, glaube ich, eine ganze Menge Mut in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Auch von mir vielen Dank an Chris und vielen Dank fürs Zuhören und bei YouTube natürlich auch fürs Zuschauen.
Und damit verabschieden wir uns hier für diese Folge beim Arbeitswelt-Podcast der Region Stuttgart. Aber gerade noch gerettet. Danke, André. Danke, Peter. Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB-Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.